Hallo und herzlich willkommen zurück zu Pokémon Blattgrün Randomized. Ich bin's, der Eagle, und ja, es ist jetzt hier der zweite Part. Also den ersten Part könnt ihr euch bei meinem Kollegen hier, der Mythi, angucken. Ne? Der Mythi hat hier gewissermaßen den Anfang gemacht. Und das ist ja jetzt hier ein Projekt von uns beiden. Wir spielen hier eben Blattgrün Randomized. Also hier kann man sich wirklich auf gar nichts verlassen. Hier wird alles gewissermaßen, hier wird alles gewissermaßen komplett. Die Karten werden neu gemischt. Und ja, ich habe damit ehrlich gesagt gar keine Erfahrung. Ich bin gespannt, was uns da so erwartet. Jetzt gucken wir mal nach hier. Okay. Mythi hat zwei Pokémon offensichtlich zusammengekriegt hier. Little Mythi, ein Hydropi, Wesen Sacht, okay. Und Plus bildet ein Team mit Minun, okay, interessante Fähigkeit. Und kann Tackle, Heuler und Lehmschelle, sehr gut. Und Tilts, okay, mit der Fähigkeit Fährte, sehr interessant. Gut, wenn ich das richtig sehe, haben wir ein sehr, sehr sanftes Team. Das eine ist Wesen Sacht und das andere Wesen Sanft, okay. Gut, also die beiden gehören also jetzt zu ihm im Team. Ich werde heute auch mal gucken, dass ich ein oder zwei Pokémon fange. Einfach mal, weil ich gucken möchte, wie das so läuft hier. So, wir werden hier uns erstmal Pokebälle kaufen. Machen wir einfach mal. So, Tränke. Kaufen wir uns insgesamt 4. So, Gegengift kaufen wir uns 1. Paraheiler kaufen wir uns auch 1. Ja, okay, gut, noch ein Gegengift. Okay, gut. Ja, ich weiß, ich hoffe, Mythi, du bist mir nicht böse, dass ich jetzt hier die Kohle so raushaue, aber ich meine, gut, für wen sparen wir es denn, ne? Wir müssen es ja auch in gewisser Weise ausgeben und so eine gewisse Grundausstattung schadet ja nicht. So, die Regel ist ja, es darf nur ein Pokémon pro Route gefangen werden, welches ist allerdings egal. Das heißt natürlich konsequenterweise, dass ich mir natürlich jetzt hier aussuchen kann, was ich mir hier auf der nächsten Route fangen werde. Auf der Route 22, da haben wir ja noch kein Pokémon gefangen, also können wir hier ein bisschen mal rumgucken, was es hier so gibt. Was gibt's denn hier so? Ach, ein Tuska! Ist zwar interessant, aber für mich jetzt eher nicht so attraktiv. Naja, gut. Wir gucken uns einfach ein bisschen um. Ach, ein Elekid Level 4, okay. Och nö, Wegsperre, du Arsch. Ja, super. Naja gut, egal, dann müssen wir das Pokémon halt leider umbringen. Dann machen wir das einfach mal so. Elekid, ja. Ist zwar grundsätzlich mal interessant, drüber nachzudenken, aber ich bin mir sicher, bei einer Randomized Edition werden uns noch bessere Elektro-Pokémon begegnen. Sehr gut, Level 8. Das ist auf jeden Fall schon mal sehr schön. Gut, also Elekid und Tuska. Was begegnet uns jetzt hier sonst noch? Porygon? Allen Ernstes jetzt? Ein fucking Porygon? Okay. Gut, das Viech kann tackle, mehr offensichtlich aber auch nicht. Gut, Porygon. Ich glaube, auf der Route fange ich jetzt erstmal nichts. Aber ich guck nochmal. Also Porygon, Tuska und Elekid. Was gibt's noch? Ach, ein Pi. Das ist zwar ganz süß, aber leider Gottes nicht geeignet für das, was ich vorhabe. Ich bin so einer. Ich suche mir immer nur die Creme de la Creme raus. Also ich bin sehr trainingsfaul. Und wenn ich schon trainieren muss, dann soll sich's wenigstens lohnen. Ach, Elekid. Naja gut. Egal, dann machen wir das einfach mal so. Da machen wir das halt wieder mit der klassischen Lehmschelle ins Gesicht. Das geht auch. Aber es ist halt auf Dauer relativ unbefriedigend, wenn man sonst nicht vorankommt hier. Elekid ist down und Little Mythi erreicht Level 9. Das ist auch sehr schön. Little Mythi. Ja, wir müssen natürlich aufpassen, dass der Rest unseres Teams dann da nicht völlig hinten runterfällt. Aber ich möchte jetzt einfach nur mal kurz gucken, was läuft da sonst noch rum. Okay, gut, Tuska. Naja, Tuska... Nee. Wisst ihr was? Die Route, die merke ich mir mal so vor. Das ist ganz gut zum Trainieren hier, aber so ein Pokémon aus der Route fange ich mir jetzt besser nicht. Ich habe da andere Vorstellungen.
Ich bin da einfach so, tut mir leid. So. Nun, jetzt hatte ich meinen Kaffee und das ist alles, was ich brauche, um loszulegen. Was ist denn das für eine rote Box? Ach, du arbeitest an einem Pokédex. Also will ich dir einen Ratschlag geben. Der Pokédex wird mit jedem neu gefangenen Pokémon aktualisiert. Wie bitte? Du weißt nicht, wie man Pokémon fängt? Du jämmerlicher Noob! Ich sollte es dir wohl besser zeigen. Na dann, zeig mal. Ach, ein Skaraborn, interessant. Ich hatte das immer noch in Erinnerung mit Hornlio, glaube ich, war das im Original. Aber ey, komm, Skaraborn und Hornlio sind beides Käfer, passt schon. So, ja, wenn das jetzt noch die alte Edition wäre, die alte die alte rote oder die alte blaue. Dann müsste ich jetzt noch 9 Mal mit dem alten Mann reden, um Missingno zu kriegen. Aber, ey, komm, das gibt's ja in den neuen Versionen leider nicht mehr. Das gute alte Missingno. So, das war doch perfekter Anschauungsunterricht, oder? Und hier, nimm das auch noch. Och, den Lehrkanal, na dann. Falls es etwas gibt, das du nicht verstehst, dann schau da rein. Dort erfährst du die Grundlagen über den Beruf eines Pokémon-Trainers. Ja klar, nee, weiß ich doch, du alter Mann. So. So, wir latschen jetzt einfach ein bisschen dagegen drum. Ah, das ist wirklich, es kommt einem alles so langsam vor, wenn man noch keinen Turbodrehter hat. So, jetzt latschen wir mal drum. Das ist jetzt hier, welche Route ist denn das? Jetzt muss ich gerade nochmal gucken. Wir gehen nochmal kurz. Ich glaube, das war Route 2 oder welche Route war das? So, jetzt mal kurz gucken. Das ist Vertania City und das ist Route 2. Ah, genau, Route 2, da hatten wir ja noch kein Pokémon. Das heißt, wir können uns hier ein Pokémon aussuchen. Also gucken wir einfach mal. La 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 la. Und Alter, what the fuck? Raichu? Das ist jetzt nicht dein Ernst, ne? Lehmschelle des Todes in dein Gesicht. Raichu Level 3, Alter. What the fuck, Alter. Das ist richtig geil. Raichu, komm. Komm schon, lass dich einfangen. Bitte, bitte, lass dich einfach nur einfangen. Bitte. Ich will dich haben. Olaf, setz Pokéball ein. Ah, nein, verdammt. Warum? Dämliches, kack, dummes. Bah. Oh, du sollst es doch nicht umbringen. Oh Gott. Okay, Raichu gibt's hier also. Sehr, sehr gut. Raichu werde ich mir auf jeden Fall ins Team holen. Kake, jetzt habe ich hier einen Pokéball umsonst hergenommen. Ist natürlich jetzt nicht so dolle. Aber hey, komm, drauf geschissen. Macht jetzt auch nichts mehr. So, Latsch, Latsch, Latsch. Willkommen im Pokémon Center. Wir heilen deine Pokémon, macht sie wieder fit. Nee, 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 nee. Ach, seufz. So, dann bin ich ja mal gespannt. Also Raichu muss ich mir auf jeden Fall merken machen. Holen wir uns. Alter, was läuft hier rum? Das ist echt hardcore. Raichu, heil! Das glaubt mir doch kein Mensch, hey, Raichu. Aber immerhin, das ist ja schon mal ganz gut. Dann kriegt man wenigstens mal schon gleich von Anfang an entwickelte Pokémon und muss sich nicht da immer mit diesen kleinen Anfangsviechern da rumschlagen. Na komm. Was gibt's denn hier sonst? Oh, Tarnivana. Okay, interessant. Brauchen wir aber nicht. Sorry, ist jetzt nicht so unsere Kragenweite. Okay, Raichu und Tarnivana. Was gibt's sonst? Och, Fluffeluff. Ist ja niedlich. Level 5 sogar. Na, holla. Aber Fluffeluff ist jetzt eher nicht so, was ich bevorzuge. Na, komm jetzt. Hypno! Alter, Leute. Ey, langsam komme ich mir irgendwie vor wie im Märchenland hier. Alter, was begegnet er mir für Pokémon? Uff. Milotic! Alter, Leute. Das muss ich haben. Scheiß auf Raichu, wir nehmen uns Milotic mit. Alter, was ist das denn? Das ist ja gruselig.
Alter, was begegnen einem denn hier für Viecher? Das glaubt mir doch kein Mensch. Obwohl, jetzt bin ich gerade doch am Überlegen. Ich meine, Milotic ist schon geil. Aber wir haben ja bereits ein Wasser-Pokémon, ne? Wasser-Pokémon haben wir ja schon eins. Elektro-Pokémon aufzutreiben wird wahrscheinlich deutlich schwieriger. Aber egal, komm. Milotic drauf geschissen, das kriegen wir schon hin. Hoffentlich bringen wir es jetzt nicht um. Einmal Lehmschelle vielleicht noch. Ja, sehr gut. Das hält's noch aus. Milotic. Na dann, komm jetzt, Pokéball. Hau rein. Oh nee. Was für eine dumme Kake. Ich hab doch jetzt keinen Bock, 20 Pokébälle an das Ding zu verwerfen. Na komm jetzt. 1, 2, 3. Sehr gut. Milotic, willkommen im Team, Dicker. Eigentlich Dicke, ist ja ein Weibchen. Milotic, die Zartheit. Größe 6,20 Meter, Gewicht 162 Kilogramm. Also ein Leichtgewicht. Milotic ist atemberaubend schön. Man sagt, dass diejenigen, die es sehen, vergessen zu kämpfen. Na dann. Natürlich geben wir Milotic auch einen Spitznamen. Wie nennen wir dich denn? Ein weibliches Milotic. Ja, wie nennen wir dich denn? Wir nennen dich Gloria. Das klingt doch ganz gut. Das klingt edel. Das klingt majestätisch. Das passt für so ein Pokémon. Gloria, willkommen im Team. Gucken wir uns mal an. Aha, Wesenscheu, okay. Feuchtigkeit gegen Selbstzerstörung. Super, das bringt's ja total. Kann nur Aquaknarre, okay. Na gut. Aber ey, geil, das ist richtig geil. Also gut, ich hätte mir jetzt auch einen Raichu vorstellen können, aber ey, komm. Raichu. Vielleicht kriegen wir auch irgendwo anders noch einen Raichu her, wer weiß. Und ich meine, so dringend brauchen wir Raichu jetzt auch wieder nicht. Aber ich muss wirklich sagen, ich bin beeindruckt. Also ich meine, wie gesagt, ich habe keine Erfahrung mit Randomized-Projekten. Und jetzt bin ich hier unterwegs und krieg gleich so eine draufgewirkt hier. Das ist mega geil, wirklich. Ich bin hochzufrieden. Ach, und es kommt einem einfach so langsam vor, wenn man nicht vernünftig laufen kann hier. Ach ja, und ich muss mich auch noch dran gewöhnen. Wir haben, Mythi und ich haben uns da so eine Regel ausgemacht. Also keine richtige Regel, aber man sollte sich natürlich dran halten. Die Parts sollten nicht länger als 20 Minuten dauern. Ja, daran muss ich mich auch erstmal gewöhnen. Ich habe ja meine Parts meistens so, bis 30 Minuten. Aber egal, komm. Hast du schon einen Radfratz gefangen? Es ist klein, aber sein Biss ist heftig. Ja, klar, natürlich. Was ist mit dir? Du gehst in den Vertania-Wald? Sei auf der Hut, dort verläuft man sich leicht. Ja, natürlich, weil ich mich dort auch ständig verlaufen habe. So, Vertania-Wald. Ja, da würde ich mal sagen, gucken wir uns mal kurz noch an, was da für Pokémon rumstratzen. Einfach nochmal so. Nur zur Info, vielleicht ist ja noch ein Elektro-Pokémon dabei. Och, ein Sandama Level 5 ist grundsätzlich auch mal ganz geil, aber... Nee, komm, lass mal gut sein, ne? Also gut, Sandama ist ja mal gut zu wissen. Net to know. Na, komm jetzt. Ach! Noctuska! Ja, was wollen wir denn eigentlich, ne? Kommen ja richtig geile Pokémon hier vor. Noctuska, Sandama, guten Pflanzen-Pokémon haben wir ja schon. Also ehrlich, ich bin jetzt gerade doch ein bisschen geflasht hier. Super, also, ey, das ist der Traum eines jeden Pokémon-Trainers. Ach, Smetbo. Super. Smetbo, na, das ist doch immer schön. So, gut, was haben wir sonst so? Creme de la Creme, ne? Wir haben bis jetzt 3 relativ starke Pokémon gekriegt hier. Wie cool, Kindwurm. Daraus können wir uns dann... Obwohl, jetzt überlege ich mir gerade. Das bringt es jetzt auch nicht.
Weil eventuell begegnet uns ja nochmal ein Draschel oder ein Brutalanda einfach so, ne? Also. Ah, mich juckt's jetzt echt in den Fingern. Welches Pokémon davon fange ich jetzt? Ich glaube, ich werde Sandama nehmen. Wir können ja, wenn's ist, immer noch umsteigen auf andere Pokémon, ja? Aber ich würde halt noch ganz gern da vernünftig was fangen. Ach, eine Perle haben wir gefunden. Ich find's übrigens total cool, dass wir Olaf heißen. Ich finde, das ist echt ein cooler Name. Gut, Sandama Level 5. Ja. Probieren wir es mal. Was kann Sandama denn so? Sandwirbel, na klar. Das war ja zu erwarten. Komm, Pokémon-Wechsel. Gloria in Excelsis Deo. Nee, raus mit dir, Gloria. Ein Igler, okay. Sandwirbel, ein Igler. Jetzt kann es wahrscheinlich noch Kratzer oder sowas. Einfach mal gucken. Oh. Oh, das wollte ich nicht. Kacke. Little Mythi erreicht Level 10. Und er lernt Aquaknarre. Das ist ja schön. Das ist sehr, sehr gut. Ja, und ich weiß, der Part neigt sich schon wieder dem Ende zu. Ich muss mir das echt angewöhnen. Noctuska. Obwohl, ich weiß nicht, vielleicht tue ich Mythi damit sogar einen Gefallen, wenn ich ihm ein besseres Pflanzen-Pokémon einfange. Ich meine, Knilz ist zwar ganz geil, aber ich weiß nicht, ne? Irgendwie ist ja keine Dauerlösung, da, wenn hier ansonsten so starke Pokémon rumlaufen. Ach ja, komm. Smetbo, ich will kein Smetbo-Bann, ich will jetzt ein geiles, fettes Noctuska oder so. Noctuska oder Sandama, eins von beiden will ich jetzt haben. Mann, Pappnasen hier. Hm? Bashwa. Ja, toll, die Weiterentwicklung haben wir jetzt davon schon im Team, also brauchen wir nicht. Ja, Smoothie, sorry, das Ganze dauert wahrscheinlich 23 Minuten oder 24 Minuten. Ich versuche es einfach in dem Rahmen zu halten. Okay, Alter, dann holen wir uns jetzt Noctuska. Komm, scheiß drauf, dann haben wir zwei Pflanzen-Pokémon im Team. Tackle! Tackle ist tot! So, und dann geben wir ihm jetzt noch eine Aquaknarre mit. Ich hoffe mal, das bringt es nicht um. Aquaknarre of Doomness! Sehr gut, das hält's aus. Giftstachel. Oh, nee. Mann, verdammt. Ich hasse das so sehr. Pokéball jetzt. Hau drauf. Komm jetzt, Mann. Eins, zwei. Nein, fuck. Silberblick. Oh, scheiße. Entschuldigung. Fäkalsprache ist normalerweise nicht mein Ding, aber das kann einem hier schon mal rausrutschen, ne? Aber ihr seht ja, ich habe nicht umsonst so viele Pokébälle gekauft. Komm jetzt! Eins! Zwei! Nein, verdammt! Das gibt's doch gar nicht! Alter, wie lange denn noch? Das Ding hat doch nur noch 2 oder 3 KP! Oh, Mann! Das kann nicht wahr sein! Komm jetzt nochmal! Komm jetzt! Eins! Nein, verdammt! Was ist denn da los? Oh, nee, scheiße! Und jetzt auch noch ein Absorber! Oh, leck mich doch am Arsch. Ah, verdammt. Ja, Little Mythi ist jetzt hier kurz vom Sterben, leider. Oh, und jetzt bringe ich es um. Ich bin so dämlich einfach nur. Ah, oh, ist das frustrierend. Ah, oh, Mythi, das tut mir jetzt echt leid. Aber wisst ihr was? Ich speichere mal das Spiel hier. Ja, wir sind ja noch gar nicht. Wir haben 2 Minuten haben wir noch. Weißt du was? Komm, gönn dir. Ja, toll. Dafür habe ich ja die ganzen scheiß Items gekauft. Gegengift. Das war natürlich wieder der falsche. Little Mythi. Und einen Trank geben wir dir auch noch mit, weil du gar so brav warst. So, komm. 2 Minuten haben wir noch. Vielleicht begegnet uns ja noch ein Noctuska. Komm jetzt bitte. Larvita! Auch geil. Ach, weißt du was? Das soll Mythi entscheiden, was er mit ins Team packt. Ein Pokémon habe ich wenigstens zustande gebracht. Das ist ja schon mal ganz gut. Und Little Mythi haben wir auch noch trainiert.
Ach Leute, dann würde ich mal sagen, wir sichern jetzt aber mal wirklich, das langt jetzt auch. Leute, ich bedanke mich, dass ihr dabei wart. Den nächsten Part könnt ihr euch beim Möti angucken. Wir können mal gucken, vielleicht kriegen wir das in eine gemeinsame Playlist. Bis dann, Leute, macht's gut. Servus und ciao.